Was für dich? Maggie! Maggie, wir sind's! Hallo, Jingle! Na, siehst du, wir kennen uns doch. Maggie! Wo bist du? Wir sind es, Kevin und Vicky. Wo kann sie nur sein? Guten Morgen, James. Morgen. Ich muss schon sagen, Sie haben die seltsamsten und außergewöhnlichsten Patienten. Dieser spezielle Patient hat sich mit irgendetwas schlicht und einfach den Magen verdorben. Wie geht's, Roger? Gut? Fabelhaft. Und Ihnen, James? Haben Sie schon von dem Diebstahl gehört? Ach, Sie meinen Willoughby Hall heute Nacht. Ja, ja. Was fehlt denn diesmal? Ein Gemälde. Schon wieder? Das wäre dann schon das vierte in den letzten zwei Wochen, nicht wahr? Ja, ja. Und es war kein gewöhnliches Bild. Es war ein George Stubbs. Sie wissen, wie viel das wert sein kann. Hm? Allerdings. Ich möchte wirklich wissen, wie lange es sich die Polizei noch mit ansieht, wie diese Burschen frei rumlaufen. Maggie! Warum kommt sie denn nicht raus? Vielleicht geht es ihr nicht gut. Macht, dass ihr hier wegkommt! Wisst ihr nicht, dass das hier Privatgrund ist? Maggie! Hast du es vergessen? Es ist Samstagnachmittag. Da besuchen wir dich doch immer. Es liegt mir nichts an euren Besuchen. Ich will nicht, dass ihr hier rumlungert und mich stört. Maggie, was ist mit dir? Ich dachte, wir sind Freunde. Hast du denn alles vergessen, Maggie? Ich habe keine Freunde. Lasst mich in Ruhe. Und jetzt verschwindet und kümmert euch um eure Angelegenheiten. Und schafft mir auch das schwarze Ungeheuer vom Halse. Was hat sie nur? Warum führt sie sich so auf? Wir wollen es ihr nicht übel nehmen, Kevin. Sie hat nur schlechte Laune. Nächste Woche ist alles vergessen. Aber trotzdem, es muss ein Grund dafür da sein. James, diese Diebesbande scheint die Gegend genau zu kennen. Vielleicht sogar durch einen Dorfbewohner. Das kann ich mir nicht vorstellen, Roger. Ich habe die Leute alle ziemlich gut kennengelernt und ich glaube nicht, dass sich einer von ihnen in so eine Sache verwickeln lässt. Ich wüsste schon einige Tage Diebe, die gern auf leichte Art zu Geld kämen. Nun, wer immer es auch ist, er weiß genau, wonach er zu suchen hat. Vater, wir waren gerade am... Was ist das für eine Art, Vicky? Würdest du bitte zuerst unseren Gast begrüßen? Guten Tag, Mr. Carlyle. Vater, wir waren gerade am Kanal und wollten Maggie besuchen. Aber sie hat uns nicht auf ihr Boot gelassen. Sie wird schon wissen, warum. Na, was du wieder denkst, Amy. Maggie ist schon lange unsere Freundin, aber sie hat uns noch nie so angeschrien wie vorhin. Sie ist so komisch. Ganz sicher hat sie vor irgendetwas furchtbare Angst. Wovor sollte sie Angst haben?
Das wissen wir eben nicht, Vater. Ich glaube, ich weiß, warum. Die Leute reden davon, dass Albert zurückkommt. Und das macht sie natürlich nervös. Albert? Albert Wingrave, Maggies Sohn. Sohn? Man erzählt sich im Dorf, dass er als kleiner Junge von zu Hause weggelaufen ist. Nach seines Vaters Tod. Warum hat Maggie aber nie über ihn gesprochen? Er ist auf die schiefe Bahn geraten. Er hat Diebstähle begangen. Und darum haben sie ihn für viele Jahre ins Gefängnis gesteckt. Arme Maggie. Kein Wunder, dass sie verstört ist. Siehst du, Vicky? Da hat die verrückte Alte ein Geheimnis ganz für sich. Maggie ist unsere Freundin. Vicky. Vicky, bring bitte Black Beauty in den Stall zurück. Hm? Ja, Vater. Vicky, ich wollte dir nicht wehtun. Ich hätte nicht so über Maggie sprechen sollen. Sie kann nichts dafür, Mr. Carlyle. Es ist schwer, ganz allein mit so einem Schicksal fertig zu werden. Das weiß ich. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Entschuldige. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so unhöflich war. Das war falsch. Kevin, was machst du da oben? Lausche natürlich. Weißt du, ich war natürlich ein bisschen zu empfindlich. Aber ich mache mir echte Sorgen um Maggie. Wir können ihr doch nicht helfen, Vicky. Doch, das können wir. Komm mit, Beauty. Was hast du vor? Wir gehen wieder zu Maggie. Warum? Wenn Maggie Schwierigkeiten hat, soll sie wenigstens mit jemandem darüber sprechen können. Dafür hat man schließlich Freunde. Komm, Beauty. Maggie! Bitte, Maggie, bist du da? Ich bin's, Vicky. Bist du unten? Hast du überall herumgeschnüffelt? Wo hast du das her? Mir kannst du es doch sagen, Maggie. Geht dich nichts an. Lass mich in Ruhe. Maggie. Alle wissen, dieses Bild wurde letzte Nacht in Willoughby Hall von Unbekannten gestohlen. Gestohlen? Wer erzählt denn sowas? Sag mir die Wahrheit. Ich bitte dich darum, Maggie. Warum hast du es getan? Denkst du etwa, ich stehle Bilder? Ich bewahre sie nur auf. Es sind noch mehr? Es gibt also noch andere. Maggie, wie konntest du nur? Dafür werden sie dich ins Gefängnis stecken. Ins Gefängnis? Mich? Hör zu, Maggie. Weißt du, was du da tust? Etwas wegzunehmen, was einem nicht gehört, ist strafbar. Auch wenn du es nur für jemanden versteckst. Aber ich habe sie nicht gestohlen, glaub mir. Er hat mich dazu gezwungen. Er hat mir Geld gegeben und... Ist es schon wieder Albert, der dir solchen Kummer macht?
Du solltest nicht auf ihn hören, Maggie. Auch wenn Albert dein Sohn ist. Albert? Wer hat dir von Albert erzählt? Albert Wingrave, der hat bestimmt nichts mit Kunstdiebstählen zu tun. Das halte ich für unmöglich. Und warum nicht? Die Leute sagen alle, er ist ein cleverer Junge. Ich glaube, dafür braucht man doch etwas mehr Vorkenntnisse, einen geübten Blick. Cleverness reicht nicht. Was den Diebstahl der letzten Nacht anbelangt, stimme ich mit Ihnen überein. Da haben Sie recht. Merkwürdig ist nur, das Pferd auf dem Bild erinnert mich ungemein an Black Beauty. Wirklich, Roger, das ist eigenartig. Doktor? Hm? Dr. Gordon, Vicky ist schon wieder hingegangen. Ich finde, solange der Galgenvogel da ist, sollte man ihr das verbieten. Es ist zu gefährlich, wirklich, Doktor. Ist ja schon gut, Amy. Ich werde mich drum kümmern. Vicky hat aber Beauty mitgenommen. James, das können Sie mir überlassen. Ich passe auf Vicky auf. Ich schicke sie Ihnen wohlbehalten nach Hause. Vicky! Ihr Vater schickt mich. Er möchte nicht, dass Sie Maggie im Moment besuchen. Sie hat noch niemandem was Böses getan. Wir haben nicht wegen Maggie Angst. Dann ist es wegen Albert. Ja. Mr. Carlyle, wissen Sie, wann er entlassen wird? Mhm. Warum? Ach, nichts. Reiten Sie jetzt besser nach Hause. Ich kümmere mich darum. Was war? Sie hat die Bilder gefunden. Ich will nicht mehr ins Gefängnis. Ich lasse mich nicht noch mal einlochen. Lass uns einfach die Wahrheit sagen. Noch ist es nicht zu spät. Doch, Mutter, wir haben die Bilder. Was sollen wir damit machen? Albert! Albert! Hör auf, Mutter. Bitte hör auf. So lange war ich allein. Ich habe nur an dich gedacht und gehofft, dass du eines Tages zurückkommen würdest. Und wir ganz neu anfangen können. Mutter, ich bin zurückgekommen. Aber als was? Du hast es doch selbst gesehen. Als ein Fremder, ein Außenseiter. Niemand will etwas mit mir zu tun haben, weil ich im Gefängnis gesessen habe. Das ist die Wahrheit. Nein, nein. Was war denn damals? Ich wollte ein anständiges Leben führen. Ich hatte keine Chance. Ich wurde unschuldig verurteilt. Wir müssen die Bilder loswerden. Das nützt nichts mehr. Es ist zu spät. Und was soll jetzt werden? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns irgendwo verstecken. Am Kanal oder so? Es gibt keinen Ausweg. Wir sitzen in der Falle. Siehst du das nicht ein? Mutter! Mutter! Wenn ich nur wüsste, was wir machen sollen, Beauty. Wenn Maggie versucht, die Bilder wegzubringen, dann... Ja, du hast recht. Ich darf Maggie nicht weglassen. Beauty, lauf! Lauf, Beauty! Amy, sag mir Bescheid, wenn mein Patient da ist. Es steckt mich niemand freiwillig ins Gefängnis, glaub mir. Bitte, Maggie! Maggie! Vorwärts, Jingle! Beweg dich! Hör doch auf mich, Maggie! Bitte! Maggie! Maggie! Thank you.
Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Sind Sie Dr. Gordon? Ja. Ich möchte Sie sprechen, Doktor. Ich bin Albert Wingrave. Ich bin Maggie Wingraves Sohn. Aha. Kevin! Kevin! Kevin, Maggie hat sich was Schlimmes eingebrockt. Was hat sie denn gemacht? Sie hat die gestohlenen Bilder versteckt auf ihrem Hausboot. Woher weißt du das? Weil ich sie selbst gesehen habe. Sie liegen eingeschlossen in ihrem Schrank. Ich hab's ja gewusst. Es musste ja ihr Sohn sein, dieser Nichtsnutz. Doktor? Dr. Gordon! Glauben Sie mir, Albert. Es ist das Beste für Sie, wenn Sie auf der Stelle zur Polizei gehen. Ja, Doktor. Begreifst du das denn nicht, Amy? Wir müssen ihr helfen. Und ob wir das tun werden. Worum geht es, Amy? Vicky erzählt seltsame Geschichten, dass sie die gestohlenen Bilder in Maggies Hausboot gefunden haben will. Das ist keine Geschichte. Maggie ist in großen Schwierigkeiten. Na, ich kann nur sagen, ich habe heute schon genug Unsinn gehört. Vater, glaub mir doch. Maggie fährt den Kanal hinunter mit allen gestohlenen Bildern an Bord. Wir müssen sie aufhalten. Misch du dich da bitte nicht ein. Kümmere dich nicht um Maggie und ihr Hausboot. Das geht dich nichts an. Vater! Dein Vater hat völlig recht, Vicky. Solche Dinge überlässt man der Polizei. Wo willst du hin? Was glaubst du wohl? Ich halte das Boot auf. Aber Vater hat doch gesagt, warte auf mich. Vicky, wir kommen rauf! Sie dürfen Maggie nicht einsperren, Vater. Wir suchen nicht Maggie, sondern jemand anderen. Haltet euch da raus, ihr beiden. Überlasst das uns. Da ist der Mann! Schnappt ihn euch! Das ist ja Mr. Carlyle. Hier entlang! Nein, Mr. Dickens, das erledigt Beauty. Lauf ihm nach, Beauty! Lauf schnell! Yeah.
Nicht, nicht Beauty! Hilfe! Hilfe! Vater, wie hast du eigentlich herausbekommen, dass Mr. Carlyle die Bilder gestohlen hat? Durch eine Bemerkung, die er gemacht hat. Was hat er gesagt? Er hat gemeint, dass das Pferd auf dem Bild Ähnlichkeit mit Black Beauty hätte. Und warum hätte er das nicht dürfen, Weil Vater? Das niemand kann, außer den Besitzern und mir. Ich habe das Bild vorige Woche zum ersten Mal gesehen, als ich bei Lady Willoughby einen Krankenbesuch machte. Aha. Carlyle wusste, dass Albert gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war und hat gedroht, ihm die Schuld an den Diebstählen zuzuschieben, wenn Maggie die Bilder nicht verstecken würde. So etwas ist schon traurig. Carlyle liebte die Bilder wirklich. Und er musste sie besitzen, um jeden Preis. Vater, wird Maggie bestraft werden? Hm? Mutter! Na sehen Sie, Albert, es war gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich hatte Angst, Doktor, mit meiner Vorstrafe. Ich weiß, es war schwer für Sie, aber jetzt brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Leider sind nicht alle so wie Sie, Doktor. Sie werden es schon schaffen. Davon bin ich überzeugt. Nun bist du zu Hause, Albert. Du bist wirklich und wahrhaftig zu Hause.